Vizepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer daheim. In dem vorliegenden Antrag sind größtenteils die Probleme in Bezug auf Sicherung des Wasserhaushaltes und auch mehrfach ausführlich im Landwirtschaftsausschuss bereits richtig differenziert worden. Interessant am Antrag ist, dass Sie offensichtlich wieder einmal Ursache und Wirkung vertauscht haben. Der Tagebau ist nicht der alleinige Verursacher, wie Sie es formuliert haben, sondern er trägt auch, wenn man das wollen würde, zur Lösung vieler Probleme bei. In der Tat gibt es bei der Beurteilung der Spree einige Unklarheiten, denn der Grund, warum der Zustand unserer Fließgewässer in Brandenburg sich allgemein verschlechtert und auch in Zukunft weiter verschlechtern wird, ist nicht nur der Tagebau, sondern vor allem dessen Ende. Denn wer, meine Damen und Herren von den Linken und auch von der Regierung, ist denn für dieses belastete Wasser zurzeit verantwortlich? Richtig, es sind die Bergbauunternehmen, die LEAG zum Beispiel. Und wer beschäftigt sich noch ernsthaft mit Renaturisierungs- und Gewässerreinhaltungsaufgaben, wenn es den Braunkohleabbau nicht mehr gibt? Die letzten Landesregierungen bewiesen mehrfach, dass sie nicht willens oder fähig waren, große Summen in die Gewässerinfrastrukturen, geschweige denn den Wasseraufbereitungen zu stecken. Auch bei den eingesetzten Flockungsmitteln, Weißkalkhydrat, handelt es sich nicht um die Ursachenbewältigung, sondern vielmehr um Symptombekämpfung. Der Versuch, mit wenig Geld möglichst viel an Schein zu wahren. Aber all diese Maßnahmen erreichen nicht viel mehr als eine Verlagerung des Problems. Was Brandenburg braucht, ist aber weniger Papier und mehr Handeln von kompetenten Vertretern der Praxis. Die Fachleute, die es zur Umsetzung tragfähiger Konzepte braucht, sitzen eben aber nicht nur in grünen Hobby-Umweltschützerverbänden, sondern auch in der Wirtschaft, die dieses Land seit mehreren Jahrzehnten verlässlich mit Energie versorgt haben. Fragen Sie die Ingenieure, zum Beispiel der LMBV, der LEAG, der anderen Bergbauunternehmen. Sie können Ihnen viele hydrologische Zusammenhänge erläutern. Aber ersparen Sie uns bitte Anträge, die außer einer Anbiederung an den grünen Zeitgeist und einiger Floskeln keinen wirklichen Inhalt haben. Ich denke, alle Parteien hier im Landtag setzen sich für das Ziel sauberer und nicht versandender Gewässer ein. Wir alle wollen, dass die Wasserversorgung und Wasserrenaturierung auch im Interesse zukünftiger Generationen weiterhin gelingt. Aber wir müssen, und ich bin gleich fertig, aber wir müssen dafür praxisfähige Konzepte entwickeln, die sich auf Grundlage von Sachkenntnissen der Wasser- und Bodenverbände sowie der ansässigen Unternehmen vor Ort beziehen. Anstatt weiterer Strategiepapiere brauchen wir vielmehr einen außerparlamentarischen runden Tisch, ja, der alle wesentlichen Fachleute aus der Wasser- und Energiewirtschaft zusammenbringt. Ich weiß, jetzt habe ich es Ihnen wieder gegeben, ja, aber wir werden dem Antrag natürlich zustimmen, aber das kann es noch nicht gewesen sein und das wissen wir alle in diesem Hause. Vielen Dank.